Mods sind da. Ganz herzlich willkommen bei Mr. Power Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute Montag am 21. Februar im Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute mit 5 Updates zu tun und 10 neuen Mods, die veröffentlicht worden sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ralf, Andreas, Dorum und Sven für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten heute die Mod-Vorstellung mit einer neuen Karte, und zwar das Kettensägental, also übersetzt Chainsaw Valley, kommt von FSG Modding und FSG Davar. Downloadgröße 70,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie ihr hier sehen könnt, ist es eine Karte, die ist vor allem auf die Forstwirtschaft ausgelegt. Ich sage nicht nur, denn es sind auch 23 kleine Felder bereit zum Bebauern. Jedoch der Großteil ist definitiv auf die Forstwirtschaft ausgelegt. Wenn wir uns kurz die Karte anschauen, können wir sehen, dass wirklich der Großteil ist Forstgebiet. Es gibt hier kleinere Flecken, das sind dann die Felder, die bereit sind, um Ackerbau darauf zu betreiben. Wir haben 23 an der Zahl. Wie erwähnt, die kleinste Parzelle ist die Parzelle 16 mit einer Größe von 0,57 Hektaren. Der Preis für diese Parzelle ist bei 28.420 Euro. Die größte Parzelle ist diese hier. Das ist für den Forst natürlich bedacht, 27 Hektaren groß und kostet 1,35 Millionen Euro. Beim Durchsehen der Preisliste oder was verkauft werden kann, fällt auf, dass leider nicht für alle Fruchtarten Verkaufsstellen vorhanden sind. Zum Beispiel Trauben und Oliven können nicht verkauft werden. Zumindest nicht als direktes Gut, also die müssten dann hier weiterverarbeitet werden. Dann können wir auch sehen, dass zum Beispiel für Zuckerrübenschnitzel gibt es keine Verkaufsstelle im Moment, weil auch keine Produktionsstätten eingebaut worden sind. Wir haben dann hingegen wieder Verkaufspreise für Baumwolle. Wir haben zum Beispiel für Silage, Gras und Stroh. Gibt es auch keine Verkaufsstelle, ob schon ein Viehhändler da ist. Wir haben weiterhin, können wir verkaufen, natürlich auch zum Beispiel Mehl, Brot, aber Kuchen gibt es keine Verkaufsstelle. Also der Kuchen kann nicht verkauft werden. Des Weiteren Stoff und Kleidung kann nicht verkauft werden, ob schon Baumwolle angepflanzt werden kann. Zucker kann man auch nicht verkaufen, so wenig wie Müsli oder Schokolade, Bretter, Möbel, Mist, Gülle, Gärreste, Kalk und die Steine können auch nicht verkauft werden. Also das heißt, hier muss man definitiv zum Beispiel einen Steinbrecher oder eine Produktion, die Steine verarbeitet, dann aufbauen. Eine BGA konnte ich auf der Karte nicht finden. Also wir haben hier den Johnson's Pharma-Markt, der eigentlich alle oder fast alle Produkte annimmt. Dann haben wir hier unser Hofsilo. Eine Tankstelle ist da, hier unten ist dann das Sägewerk zu finden. Hier haben wir den Händler, hier ist unser Originalhof, wenn man anfängt als neuer Farmer. Und dann haben wir hier den Viehhandel zu finden. Also es ist eine kleine Karte, eine Karte in der Standardgröße, kommt aber ein bisschen klein vor, weil es eben wirklich sehr wenige bebaubare Ackerflächen gibt. Wir machen einen ganz kurzen Rundflug um die Karte. Also es ist definitiv eine schöne Karte, sie ist schön gemacht. Also da natürlich, dass der Fluss, der quer durch die Karte geht. Es scheint auch, dass hier auch Traffic vorhanden ist. Und auf dem Fluss kommt auch Schwemmholz daher. Also das weiß ich also nicht, ob man das dann nutzen könnte, dass man das einfach einsammelt und dass man da dies das nutzen kann. Das sei zu prüfen. Hier unten haben wir den Händler. Hier geht es durch das Tal. Und hier ist dann, wäre dann unsere Starterfarm, bei der wir den Deutz-Fahr Topliner als Drescher bekommen. Dann haben wir die Howard Seemaschine. Dann haben wir hier einen 78
Dena John Deere mit seinem Gewicht und einen 4755 mit seinem Gewicht. Dann haben wir hier einen kleinen Grubber von Rabewerk. Haben noch den Pickup, das im Prinzip das Equipment, was wir haben. Wir sollten natürlich hier noch den Header, also den das Mähwerk finden für den Drescher. Das ist im Prinzip das, was wir haben. Dann haben wir noch den Massey Ferguson 3670 und ein Kipper. Und wie schon vorhin erwähnt, natürlich das Silo. Weiter gibt es nichts auf dieser Farm. Beim Start als neuer Farmer gehört dieses Landstück zu uns, also einmal auf der einen Seite der Hauptstraße und dann eben hier diesen Bereich mit dem Hof, das Feld 23 und das Feld 14, das bei Start noch leer sind. Also das heißt, da gibt es nichts drauf zu ernten. Das heißt, hier kann voll null angefangen werden. Ob man dann gleich auf das Wintergetreide setzt, sei dahingestellt. Also ihr könnt selber sehen, es ist eine Karte, die ist definitiv auf die Forstwirtschaft ausgelegt. Also hier ist nicht der Schwerpunkt die Landwirtschaft, der Ackerbau, sondern hier ist definitiv die Forstwirtschaft der treibende Motor der Wirtschaft hier. Die nächste neue Mod ist von Sloytius Modding mit einer Downloadgröße von 6,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das der Lizard Cross, einem Spaßfahrzeug. Kommt mit 83 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 15 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 97 km/h, wiegt 2 Tonnen und kostet 8.500 Euro. Im Design haben wir extrem viele verschiedene Ausstattungsmerkmale, wie zum Beispiel, man kann eine Stoßstange hinzufügen, mit Stoßstange 2, mit Capodaster, mit Käfig, mit Käfig und Kotflügel, mit Käfig und Kotflügel 2 und natürlich mit Käfig und Haube. Bei der Farbkonfiguration haben wir natürlich das Gestell, das Fahrgestell an sich, das die Hauptfarbe ausmacht. Die Designfarbe betrifft den Sitz und natürlich klar die Felgenfarbe, die Felgen. Nummernschild gibt es hier natürlich nicht. Ein Spaßfahrzeug. Auf jeden Fall etwas Cooles, was man sich kaufen kann. Die nächste neue Mod kommt von Vertex Design und zwar der Knoche CWF300 mit einer Downloadgröße von 4,56 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist diese Walze 1,9 Tonnen schwer, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und arbeitet mit 15 km/h. Kostenpunkt 5780 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Das Gerät ist praktisch. Man kann das zum Beispiel vorne an den Trecker anhängen und direkt hinten dann die Sämaschine. Von Greenland Farming kommt der Walmet 6400 mit einer Downloadgröße von 15,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakttraktor mit standardmäßigen 100 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 250 Liter, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und wiegt 5,3 Tonnen. Kostenpunkt ab Katalog 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Vredestein, Continental, BKT, Michelin, Metas, Nokian und Trelleborg. Es kann ein Frontlader angebaut werden, entweder von Quickie oder von Hauer. Bei der Motorenausführung haben wir den 6400er mit 100 PS. Dann gibt es den 6600er mit 120 PS. Bei den Farben haben wir bei der Hauptfarbe die Standardpalette. Und bei den Felgenfarben haben wir Silber, Weiß und Schwarz. Hier kann natürlich noch das Kennzeichen hinzugefügt und oder geändert werden. Die Sigma RM Series kommt vom Pepe 978 mit einer Downloadgröße von 5,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Series mit zwei Geräten. Und zwar werden diese hier als Kreiselecken angeboten, sind aber gedacht zum Mulchen und oder zum Grubbern.
Der RM185 wiegt 470 Kilogramm, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,80 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Kostenpunkt hier 4.500 Euro. Von der Arbeitsbreite her ist dieser sehr gut gedacht für den Trauben- oder den Olivenbau. Der RM235 wiegt 770 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,30 Meter und arbeitet auch mit 15 km/h. Preis hier 6.500 Euro. Der Isdania 6000S 3 Meter kommt von Driver 300 und Vemianal. Downloadgröße 6,31 MB in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Getreidesämaschine mit einem Füllvolumen von 700 Litern, wiegt 660 Kilo, braucht 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und arbeitet mit 15 km/h. Kostenpunkt hier 7.000 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Anstellungsmöglichkeiten. Die nächste Mod kommt von Ola Haldor und zwar nennt sich dieses das forstwirtschaftliche Brückenpaket. Kommt mit einer Downloadgröße von 1,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Brücken, respektive Brücken in drei verschiedenen Größen. Also wir haben hier zumal die eine kleine Brücke für 1000 Euro. Dann haben wir die mittlere, die 10 Meter Holzbrücke. Und dann haben wir die 20 Meter Holzbrücke. Jeweils zu 1000 Euro. Könnte also sehr, sehr passend sein für diese Karte hier, wenn wir hier natürlich sehr vieles in der Forstwirtschaft zu tun haben. Von Vertex Design kommt das Hallenset und zwar beinhaltet dies eine Halle und einen Unterstand. Downloadgröße 8,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zum einen haben wir mal diese Halle hier mit zwei oder drei Toren. Und dann gibt es noch diesen Unterstand hier, der auch zu diesem Paket gehört. Alles natürlich in der üblichen Qualität von Vertex Design, also immer qualitativ sehr hochwertig. Von GTX kommt das Blockhaus mit einer Downloadgröße von 10,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses natürlich ein Farmhaus, das man natürlich auch begehen kann. Innen schön dekoriert. Alles sehr schön gemacht. Ist natürlich zu finden unter dem Baumenü unter Farmhäuser. Und zwar ist das dieses hier. Was ich nicht gefunden habe, ist der Schlaftrigger. Aber auf jeden Fall ist das dieses Blockhaus. Die nächste Mod kommt von Ragman2414 mit einer Downloadgröße von 16 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar heißt dieser Mod Verträge Plus. Und wie wir hier sehen können, können wir hier natürlich einfach Verträge hinzufügen oder Verträge entfernen. Zum Beispiel Vertrag entfernen, Verträge entfernen, dann können wir Verträge hinzufügen, neu generieren lassen. Und anscheinend ist es auch so, dass die maximale Anzahl an Missionen wurde auf 100 erhöht und die maximale Anzahl an aktiven Verträgen auf 25. Das heißt, wir können hier natürlich dann bis zu 25 Verträge annehmen. Es sei auch so, dass die Fahrzeuge entsprechend der Größe der Felder angepasst worden sind. Das heißt also, hier für große Felder werden auch die großen Fahrzeuge angeboten. Also hier wurde einiges verbessert. Ich denke auf jeden Fall eine sehr nützliche Mod und würde die natürlich bei mir ins Stammspiel mit integrieren. Wir kommen zu den Updates und zwar fangen wir an mit dem Update Real Dirt Color, also die echte Schmutzfarbe. Das ist jetzt schon das zweite Update, das wir besprechen innerhalb von ein paar Wochen. Zwar kommt das von Viper GTS 96, Downloadgröße 49 KB, jetzt in der Version 1.0.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, behoben. Die Deaktivierung der echten Schmutzfarbe bei Fahrzeugen verursachte einen Fehler. Das nächste Update kommt auch zu einem Mod von Ragman2414 und zwar die Reparatur- und Lackierungseinstellungen mit einer Downloadgröße von 15 KB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für PC und Mac.
Der Changelog sagt, fix Laden der Einstellungen im Multiplayer ist behoben worden. Das nächste Update kommt zur groben Felderstellung Mods und zwar von Wobster, Downloadgröße 14 KB, in der Version jetzt 1.1.0.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Unterstützung für benutzerdefinierte Input Binding hinzugefügt, um Konflikte mit Seemaschinen zu vermeiden. Der Geisen Steering Mod von Wobster mit einer Downloadgröße von 0,15 MB in der Version jetzt 2.1.6.0 und ist für PC und Mac. Hier sagt der Changelog, dass ein Problem bei der Verwendung der Fangrichtung im Multiplayer behoben worden sei. Erstellung von A- und B-Punkten an der gleichen Stelle wurde blockiert und ein Fix im User Interface wurde vorgenommen. Das letzte Update, was wir heute besprechen, kommt zum ACS-Gewichtspaket von KRKZ Modding, Downloadgröße 1,88 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Hier sagt der Changelog, Stange hinzugefügt, Akku 850 Kilo Frontgewicht, Nummernschild hinzugefügt für das Akku 850 Kilo Frontgewicht und neue Details hinzugefügt auch beim Akku 850 Kilo Frontgewicht. Das war es denn auch schon wieder von der Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Hier noch etwas in eigener Sache. Also ich darf mitteilen, dass die Oldstream Farm das Update bekommen hat. Das ist auch alles jetzt so installiert worden. Wir haben den Spielstand wieder so weit gebracht, wie es noch vor dem Update war. Also wir können auf jeden Fall morgen in den Livestream eintreten und hier natürlich entsprechend einfach weitermachen. Falls noch nicht geschehen, lasst doch euren Daumen da. Holt euch das Abo, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch nichts, was zur Angezockt-Serie gehört. Also nicht vergessen, morgen 18 Uhr hier auf diesem Kanal werden wir hier weitermachen und schauen, wo uns die Reise hinführt. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein. Danke, tschüss und hasta luego.